Hallo. Und waren noch links. Ja. Es ist Sonntag. Wir dachten so, und es ist langweilig. Dann gucken wir so im Internet und finden in Linz so ein Katzencafé. Das sind Katzen, die uns Kaffee trinken. Hallo. Das ist so klar. Und jetzt denken wir so, jetzt fahren wir nach Linz. Dann fahren wir nach Linz. Genau. Und dort werden wir Katzenstreiche trinken. Ja. Und Kaffee trinken. Kaffee trinken. Ja. Oder unsere eigene mitnehmen und dort streichen lassen. Schauen wir mal. Wie sieht der? Hallo. Hallo. Wie angenehm ist das? Ich liebe das Kaffeehaus. Das ist schön ruhig. Das hat alles so ein bisschen in die Karten. Wir sind zwar nicht in Linz, sondern in Wien. Ja, wir dachten so, ja, in Wien gibt es auch alles. Ja, links ist nicht. Wir müssen ein bisschen leiser sein, weil das sind süße Mizis. In Linz klingt. Das ist Thomas. Aber irgendwie will er nicht aufstehen. Diese Katzen sind so süß. Dieses Café ist so toll, ihr müsst es echt besuchen. Das heißt Café Necro. Es gibt sicher auch in Deutschland, also Leute. Hamburg. Hamburg, genau. Und Köln. Morgens in Köln und übermorgen in Hamburg. Wir besuchen einfach alle Katzencafés. Das ist so süß. Lisa, das müsst ihr diesen Augenblick vertreten. Wir sind, dürft ihr mal raten. Wir können die Katzen da rumklettern. Alles machen, das ist ein Kaffee und Kakao und whatever. Jo Leute! Liebe Leute! Sarah! Von den Katzen zu den Pferden. Wir machen eine Kutschenfahrt! Genau, wir machen jetzt eine Kutschenfahrt. Von den Katzen zu den Pferden. Heute ist Sonntag, Leute, und es ist eigentlich der beste Sonntag in meinem Leben. Heute normalerweise langweilig. Heute ist unser Tiertag heute. Das ist der Stefan Song, genau. Für die Leute, die noch nicht von euch in Wien waren. Was denn? Hallo? Vogel, gibt's ja nicht. Ja, Schädling ist Schädling. Ja, wir hätten jetzt alle diesen Typen, ja? Ja, genau. Wir waren am Pferd jetzt. Pizza, Hunde. Wien ist so vielfältig, Leute, ihr müsst auch hierher kommen, ja? Unbedingt. Genau. Meine Tante macht jetzt auch ein Katzenlokal auf. Ja, genau. Wie wir jetzt heißen. Uschis, Pussis. Uschis und ihre Pussis. Ja genau, Uschi und ihre Pussis. Girl, you got the right to remain silent. Anything you say, I'ma use it against you. You got the right to remain silent. We can move this party to my bed if you want to. Girl, you ain't gotta say nothing. I could tell you want it by the look in your eyes. Girl, you ain't gotta say nothing. Just lay back, cause tonight I'ma do you right. Was sagst du dazu? Penis. Was sagst du dazu? Ich sag gar nichts dazu. Geben Sie bitte einfach. Was sagst du dazu? Geben Sie bitte einfach. Mach mal Pause. Nein, ohne Baby ist alles doof. Kommst du schon? Okay, Leute. Heute gehen wir ins Kino. Sarah und schauen uns an, der Hate Plane. Wenn ihr mich versteht, weil irgendwie das ganze laut, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum? Warum wohl? Kann man sogar Fotos machen? Ja. Cool. Da. Ja, genau. Habe ich jetzt ein Foto gemacht? Wenn du drauf gedrückt hast. Thank you.
klar. Und weiter geht's mit dem besten Musikmix für Österreich. So, die Augen waren zu zäh, das ist wunderschön. So Leute, ich prüfe euch jetzt ab. Wie nennt sich ein antikes Ruderschiff? Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt es in die Kommentare. Okay, Sarah, was machen wir jetzt? Wir gehen in Argus und zur Apotheke. Zur Apotheke. Und zur Apotheke. Und zur Apotheke. Und dann? Und dann gehen wir wieder zurück. Oh, wow! Jo, Freunde! Ja, es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich in Wien war, aber ich dachte, ich mache jetzt mal noch so einen Abschluss-Vlog, was wir noch alles erlebt haben und nicht gefilmt haben und ja, sorry für das, das ist sehr unordentlich, nicht aufgeräumt und sowas. Aber auf jeden Fall ist es so, wir waren noch im Kino und haben uns The Hateful Eight angesehen. Mega geiler Film von Quentin Tarantino. Der Film war wirklich mega cool, ich will nicht spoilern, ihr müsst ihn echt selbst ansehen. Es ist wieder so mega geile Story und sowas. Wir waren auch noch Billard spielen, zweite Runden im Kö. Und ich habe mir sogar noch einen Zauberstab gekauft, einen neuen, freshen Zauberstab. Hier, ja, der Snape-Zauberstab. Severus Snape habe ich mir auch noch gekauft. Was haben wir noch so gemacht? Wir haben noch viele Filme geguckt. Einfach so. Und ja, es war wieder eine mega geile, coole Woche. Ich habe jetzt nicht, glaube ich, so viel gefilmt, so viel Spannendes. Ich meine, es war schon viel coole Sachen dabei. Aber ja, es war halt mega fresh in Wien. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ja, den lade ich vielleicht heute oder morgen hoch. Also 17. oder 18. mal gucken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like da, wenn ihr wollt. Abonnieren wäre auch nicht schlecht. Schaut mal in die Beschreibung. Sehr wichtige, coole Links. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und bye!